Finde ich nicht. Egal. Ach, den hier mal. Ach, die Zwischenetage meinst du? Mhm. Ja, aber warum ist das eine Zwischenetage? Die ist einfach nur da. Das ist ein Zwischenraum. Der ist da. Ja, aber warum machen wir dann da nicht die Decke weg? Machen die Decke was höher? Bis zum Grün. Ja, und was bringt das? Weiß ich nicht. Die Beleuchtung reicht nicht so weit. Dann müsste ich von oben auch nochmal beleuchten. Ja, okay, und außerdem müssten wir dann hier so ein komisches, treppenartiges Konstrukt auch machen wie da oben. Also, wirklich begeistert von der Idee bin ich nicht. Warum ist das hier eigentlich grün, der Boden? Weil das Wolle ist, grüne Wolle. Ja, aber in der neuen Minecraft-Version gibt es ja auch jetzt gefärbten Clay, weißt du? Den finde ich ekelhaft. Oder gefärbtes Glas. Das ist gar nicht mal so schlecht. Und dieses Teppich, die Carpets, ne, gibt es ja auch. Da gibt es auch einige Bugs zwischen. Ja? Richtig coole Bugs, ja, richtig coole Bugs gibt's. Kannst du damit machen? Die verschiedensten Dinge, weil es ist ja kein ganzer Block und... Ach so, dann kannst du damit wieder tolle Sachen machen und wenn sie es fixen, regt sich wieder jeder auf, weil es scheiße richtig ist. Richtig. Genau wie mit den Slabs. Da gab es ja auch früher immer so tolle Sachen, die du damit machen konntest. Mit Schienen etc. Dann haben sie das immer gefixt. Ja, die ganz alten Booster, als sie dann die Booster-Schienen eingeführt haben, haben sie ja die alte Booster-Funktionalität rausgenommen. Also das zwei Minecraft sich gegenseitig beschleunigen. Ah ja, stimmt, genau. Ja. Weil du musstest jetzt alle Car-Tracks mit Booster-Schienen ausstatten, die haben Gold gekostet, ne? Und so hattest du deine alten Booster, aber die konntest du nicht weiterverwenden. Ja. Stimmt, das war auch so eine Sache, ja. Ich fand das total cool damals mit den Boostern. Das war ja eigentlich ein Bug mit dem Minecart, aber okay. Wie hat man das nochmal gebaut? Man hat doch nicht so einen Kreis gebaut, wo das Ding die ganze Zeit gefahren ist und so dann raus, ne? Genau, so ein dass er sich selber... und die Minecarts haben sich gegenseitig mitgenommen und gegenseitig beschleunigt. Ja. So wie es quasi sein soll. So, nur mit diesem Zwischenboden müssen wir ausreichend beleuchten. Sonst spawnen da wieder ungebetene Gesellen. Nicht, dass uns da irgendwas spawnt. Kann es sein, dass der Lavatank 1 zu hoch ist? 2 zu hoch. Aber den können wir hier noch hochziehen bis oben ran. Das stört. Dann wird er eh irgendwann ausgetauscht gegen einen Lavatank aus Eisen und Stahl. Wozu? Weil der Tank größer ist. Achso. Ist größer, besser und geiler. Größer, besser, geiler. Okay. Ja. Ich mach mal einmal kurz meine Taskleiste etwas leerer. Stört warum mich auch immer, du spielst auch im Vollbild. Nee, ich spiele nie Vollbild Minecraft. Das ist irgendwie irritierend. Ich habe Minecraft noch nie im Vollbild gespielt, deswegen ich kann das einfach aber nicht. Aber dann hast du, wenn du einen 16:9 Monitor hast und Minecraft nicht im Vollbild, hast du oben und unten schwarze Streifen. Ja, aber das stört keinen Menschen. Das ist vollkommen egal. Na doch. Steve stört das, der guckt halt immer an. Was für ein Bildformat hat denn ihr gespielt? 16:10? 16:8? Ja. Die hier zum Beispiel, Gronkh hat auch immer oben und unten schwarze Streifen, das hast du auch nie gemerkt. Der hat auch nie im Voll... Oder manchmal hat er... Bei Gronkh war das innen. Hä? Was? Ich sag, bei Gronkh war das innen. Ja? Du sag mal, hast du noch mehr Langeweile? Willst du noch mehr Sachen abbauen? Nein. Doch, was? Nicht? Wann? Wo? Guck mal, dieser Block hier. Warte, Sekunde. Ich muss gerade noch ein Skelett auf dem Dach töten. Lass doch das Dach in Ruhe. Es macht Spaß, die Dinger hier runterzukicken. Warte. Plumps. Von nach ganz unten. Ja. So, welche. So. Ach, das dieser Zeug hier soll weg. Hin und Erde bis zu diesem Boden. Weg. Ich würde von unten anfangen, weil das Gras breitet sich aus. Ach so. Ich soll ja, hier ist gerade Strommangel, alles klar. Der weiß Bescheid. So, wir haben Basalt. Daraus machen wir jetzt unseren Paver. Also das Zeug, was wir hier einsetzen. Ach, Beton. Nehmt ihr einfach das Basalt, was ihr da abbaut, jagt es durch den Ofen und dann jagt ihr es nochmal
durch, einmal kurz durchs Inventar durch und dann habt ihr das. Also durch den Crafting Table. 1:1. So, mein Bohrer ist erfolgreich leer, mein Wetpack auch. Ach so, es geht gerade um den Basalt. Ich dachte gerade, du wolltest erklären, wie man Beton macht. Braucht man für Beton nicht auch Basalt? Bitte? Braucht man für Beton nicht auch Basalt oder Sand oder nee. Irgendwas war da noch dabei? Ey, brauchte man. Was braucht man? Clay und ach, Clay. Redstone. Und ja, das war's, glaube ich. Wieso haben wir gerade so krassen Strommangel? Ach, weil die Lavapumpe abgeschaltet ist. Der eine Generator ist leer. Doch. Der eine Generator läuft nicht mehr. Das hat aber damit nichts zu tun, dass da unten Strommangel ist. Doch. Guck mal, weil die ballert nur zwei... Ach doch, hier ist leer. Deswegen. Und du lädst dein Backpack gerade auf. Ja, das habe ich jetzt gerade reingetan erst. Der war leer. Deswegen und ist er leer. Ja. Er ballert ja nur 32 EU raus und da oben wird er mehr als 32 EU verbraucht, glaube ich. Das heißt, du brauchst die Bedbox dazwischen. Nee, eigentlich müssten es mehrere Bedboxen sein. Aber das ist ja jetzt nur improvisiert. Hör mal, er hat auch keinen Strom. Das ist scheiße. Ja, weil die Bedbox gerade noch leer ist. Und alles ans Bedpack gibt. Ja. Nein, lass das Bedpack in Ruhe, nein! Das braucht noch aber ein bisschen. Die werden ja bald ihre eigenen Geschichten bekommen. Was auch gut so ist. So. Ach, ihre eigene Stromversorgung, dass die nicht mehr abhängig sind von unseren ganzen anderen Sachen. Genau. Dass wir immer auf die Kisten zugreifen können. Naja, sie bekommen nicht ihre eigene Stromversorgung, aber sie bekommen ihre eigenen Boxen. Eigentlich wollte ich eine Hauptbox machen, aber die kostet wieder 4 Diamanten, die wir nicht haben. Ach, soll ich eigentlich mal wieder mine gehen irgendwann nach Diamanten? Ja, kannst du theoretisch irgendwann mal machen. So, und wir brauchen Marmor. So, jetzt hat das Ding da drüben auch wieder Strom. Cool. Aber da oben läuft irgendwas nicht richtig, ne? Das ist der Maserator. Der frisst ganz schön viel Strom, oder? Jetzt läuft er flüssig. Wieso? Was hast du gemacht? Ich habe nichts gemacht. Ach so, aber hey, die Bedbox hatte schon wieder 6000. Warum lief der gerade eben nicht flüssig? Weil vielleicht erstmal das Ding hier aufgeladen werden muss. Ach so. Der ME-Controller, der hat auch einen internen Speicher. Das heißt, der läuft noch ein bisschen nach Stromausfall. Richtig, guck mal, wir nehmen einfach mal das Ding da weg. Und dann kannst du gucken. Dann wird es da immer weniger drin. Boah, das dauert aber gerade. Ah, ne, das dauert nicht so lange. Also ein bisschen was hält er aus. Ja, okay, kannst wieder dran packen. Was kann diese Hauptbox oder so eine Megabit-Box, was kann die? Die ist einfach nur da, um Strom zu bündeln und ihn in 128 EU abzugeben. Ach, 128 EU ist aber ordentlich. Und dann wird es auf 5 oder 6 Unterboxen verteilt. Und die gehen dann, das sind die sogenannten Phasen. Ich glaube, 4 eigentlich, nur 4 Phasen. 4 mal 32 dürften 128 sein. Ein Taschenrechner hier. Hören wir mal aus. Also 128 durch 32 sind 4, genau. 4 Boxen sind daran. Und das sind unsere 4 Phasen. Und jede einzelne Phase kann so weit belastet werden, wie er lustig ist. Was? Also ich würde sagen, dein Bedpack ist gerade. Dein Jetpack. Ja. Die Frage ist, wo? Nee, nur auf dem Ding, da komme ich hin, das ist nicht das Problem. Okay, was wollte ich? Jetzt komme ich nicht mehr hin. Jetzt bin ich runtergefallen. Ah, nee, aber ich habe einen Diamond Drill. Ich komme da doch hin. Gut, sehr gut. Toll, jetzt bin ich wieder Level 5. Scheiße.
Ich glaube, mein Jetpack ganz genau in dem, mein Electric Jetpack hat ganz genau in dem Moment den Geist aufgegeben. Da musst du mal genau kontrollieren. Oder du machst einen Hover-Mode rein, dann kann ja das nicht so passieren. Aber zumindest ist so ähnlich. Oh, ich habe noch 59 Seeds, die habe ich gar nicht gesehen. Die muss ich gleich noch anbringen. Genug zu essen? Naja, hast du ja jetzt. Du bist ja gestorben. Ach. La, 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 la. Ah, guck mal, hier regnen noch Sachen von mir durch die Decke. So, genau, das wollen wir verhindern. Müssen wir noch einen machen, ne? Wenn das Teil weg ist, haben wir aber grob schon mal die ersten paar Etagen ausgehoben, ne? Also erstens ist hier ein Fehler drin in meiner Bauweise. Zweitens müssen wir tatsächlich nur von der Mitte aus 1, 2, 3, 4. Also 1, 2, 3, 4. Was ist der hier zu viel? Das wird ja wieder abgerissen hier. Na toll. Das ist ja nicht schlimm. Das bisschen Basalt. Und sonst dann muss ich hier den Schönheitsfehler noch korrigieren. Genau. So. Schönheitsfehler? Meinst du dich? Ich weiß, er war schlecht. Tut mir leid. Bitte nicht so eine Sache mit meinem App, ja? Ja, ja, tut mir leid. Ich weiß. Dein Kanal ist, wir haben, vom Niveau. Wir haben einen Bildungsauftrag. Ja, ja, ich weiß. Unser Niveau ist einfach eigentlich viel zu hoch für diese Sprüche. Du meinst, mein Niveau ist viel zu hoch für diese Sprüche? Nein, ich meinte eigentlich meins, was deins ausgleicht. Ja. Ich mach das doch von oben, ist mir scheißegal, ja, jetzt wegen dem blöden Pass. Ich bin gerade irgendwie auf die Minimap gekommen. Keine Ahnung. Was war eigentlich TT nochmal für ein Punkt bei dir auf der Map? Also ist das Treppenhaus doch falsch gesetzt. Tja. Ha! Das ist ja interessant. Na egal. Wie egal hier? Schummeln beim Bau oder was? Nee, doch, das ist doch nicht falsch gesetzt. Da kommen wir noch ran.